Ich habe endlich mal meinen Traum erfüllt und ganz lange in Monteverdis Madrigalbüchern gegraben und da sehr viel durchgehört. Und obwohl ich davon schon viel musiziert habe, sind trotzdem ganz tolle Schätze wieder da aufgetaucht. Zum Beispiel das Madrigal, das wir für unser Projekt ausgewählt haben, Volgendo il Ciel. Wirklich ein kleines Juwel, was interessanterweise eigentlich wie ein kleines Musiktheater in sich funktioniert. Man hat am Anfang einen Erzähler, der sogar mit Regieanweisungen in den Noten die Nymphen zum Tanz einlädt, um jemanden zu verherrlichen. Und die Nymphen treten dann auf in Form unseres fünfstimmigen Ensembles und feiern dann ein kleines Fest, ein Ballo a Cinque. Das ist eine wunderbare Entdeckung. Und auch bei Schütz habe ich viel gefunden. Zum Beispiel das wunderschöne Madrigal Itz Blicken durch das Himmelssaal. Und da sieht man, dass Schütz ganz, ganz aktuell, ganz modern, ganz italienisch komponieren kann und trotzdem schön seine deutsche Tradition und das ganze polyphone Geschick reinbringt. Das ist sehr interessant, gerade im Zusammenspiel mit dem Monteverdi-Madrigal, was wir auch ausgewählt haben, zu sehen, wie die beiden unterschiedlich aktuell sind.